Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Da ja im Moment leider das Wetter draußen etwas schlecht ist, dachten wir uns, dass wir euch doch einfach mal den Sommer in euer Wohnzimmer bringen. Und dazu wird jetzt gleich der Simon noch ein paar Cocktails mixen. Hallo Simon erstmal. Hallo. Ja, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also ich habe so mit 17, 18 gemerkt, dass ich mir mal langsam einen Nebenjob suchen könnte, um was dazu zu verdienen. Okay. Und dann habe ich mir halt überlegt, wo ich das am liebsten machen würde. Und da ich halt gern abends unterwegs war, habe ich gedacht, ich verbinde das so ein bisschen mit dem Nachtleben. Und habe dann halt in der Disco angefangen, als Barkeeper zu arbeiten. Und wie das dann so ist, ist dann aus der Not eine Tugend geworden. Und ja, jetzt mache ich das doch schon mit viel Überzeugung. Okay, danke. Ja, das wird er uns gleich dann noch zeigen. Da haben wir auch noch Studiogäste bei uns, die dann auch die Cocktails vom Simon probieren werden. Aber nun kommen wir erst einmal zu den News, die wieder von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Heilberg Open Air. Am Freitag, den 5. Juli, präsentiert euch unser Ding, das Heilberg Open Air. Ab 12 Uhr könnt ihr auf der Festwiese Funk aus Heilberg unter anderem mit Max Herre, Gentleman und Glasperlenspiel feiern. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos findet ihr unter www.heilberg-open-r.de. Sommerbasketballturnier. Ihr spielt gerne Basketball? Dann meldet euch bis zum 30. Juni für das Sommerturnier an. Los geht's ab 16 Uhr und die Kosten betragen 10 Euro pro Team. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Electromagnetic Festival. Live-Acts, DJs, Licht- und Pyrokünstler treffen am 6. Juli ab 16 Uhr an dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte zusammen. Lexi und Cape Hall, Fritz Kalkbrenner, Turntable Rockers und viele mehr werden euch mit heißen Beats so richtig einheizen. Karten erhaltet ihr für 33 Euro. Weitere Infos findet ihr unter www.elektro-magnetic.de. Unifilm. Morgen könnt ihr die Komödie Das Leben des Brian nach Sonnenuntergang hinter dem Günter-Hotz-Hörsaal Gebäude E3.3 Open Air erleben. Karten erhaltet ihr wie immer für 2,50 Euro. Das war's von mir und nun zurück ins Studio. So, der Simon steht jetzt an seinem Mischpult, wo er gleich die Cocktails für uns mixen wird. Vielleicht, ja, jetzt sehen wir ihn. Aber jetzt erstmal zu den News. Es ist ja das Heilberg Open Air am Wochenende. Gehst du da hin oder warst du da schon mal gewesen? Ja, ich war da schon mal, als ich glaube 15 oder 16 war. Ja. Aber ja, ich werde da jetzt nicht mehr hingehen. Ich war da auch mal mit 13, 14. Also würdest du jetzt auch nicht weiterempfehlen für Leute jetzt in unserem Alter, so 20, nee, 20. Also ich glaube, so wenn man so 13, 14, 15 ist, kann man da schon hingehen. Aber jetzt so mit 20, 21, denke ich, dass man da vielleicht auch schon ein bisschen zu alt dafür. Ja. Aber was ja auch noch ist, wie wir in den News gesehen haben, das Magnetic Festival, Techno-Event. Ne? Ich war da jetzt noch gar nicht gewesen. Du? Nee, aber ich weiß, wer da kommt. Also zum Beispiel Boys Noise kommt, dann Booker Shade, Lexi und K-Paul. Ah, Lexi und K-Paul kenne ich. Das ist ja eher so elektromäßig. Dann ja, Lexi und K-Paul, mal den Simon. Hörst du so Musik oder eigentlich nicht? Ja, ich habe sogar auf einer Party letztens gearbeitet, wo Lexi und K-Paul aufgelegt haben. Wo war die? Ja, das war sehr cool, in Mannheim. Cool. Am Hafenstrand. Ja. Und du hörst auch privat so solche Musik? Ja, doch, das höre ich ganz gern eigentlich. Okay. Ja. Wer kommt noch? Matthias Kaden kommt noch und Uno Öser. Das ist jetzt eher so minimal, aber auch regionale DJs und dann sind auch noch in der Unsichtbar hier in Saarbrücken, vielleicht kennst du das? Die ist am Ludwigskreisel. So Richtung Stadion ist es, genau. Da ist noch so eine Aftershow-Party. Gut. Ja. So viel dazu. Jetzt wieder Simon, aber erst den ersten Cocktail mixen und zwar Pina Colada, stimmt's? Richtig, genau. Okay, also dann zeig uns das doch mal, wie das geht. Genau, ich fange jetzt einfach mal an und zwar brauchen wir für den Pina Colada auf jeden Fall schon mal Rum und zwar 4cl. Unser Glück ist, dass wir hier schon die kleinen portionierten Fläschchen haben, wo genau 4cl drin ist. Deswegen kann ich das Fläschchen einfach mal komplett in meinen Shaker reinmachen. So. Dann für den karibischen Flair haben wir natürlich Batida de Coco dabei. Davon brauchen wir auch ein bisschen. Und zwar 2cl. Ups. So.
Genau, um da jetzt noch ein bisschen Cremigkeit reinzubekommen in den Cocktail, machen wir eine Kleinigkeit an Schlagsahne rein, und zwar auch ca. 2 cl. Das gleiche Mischverhältnis wie mit dem Batida de Coco. So. Wenn ihr Cocktails mit Schlagsahne macht zu Hause, auch mal so, wenn ihr es vielleicht jetzt mal ausprobieren wollt, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr den Cocktail auch ein bisschen länger schlagt, weil die Sahne auch ein bisschen, sagen wir mal, angeschlagen werden muss. So, und um den Ganzen jetzt ein bisschen Fülle zu bereiten, brauchen wir auch noch Ananassaft. Davon 6 Teile. So. Natürlich darf es euch auch nicht an Eis fehlen, das haben wir hier dann auch schon vorbereitet. Okay. Nehmt ihr gerade ein bisschen Eis, tut es in euren Shaker dazu. Guckt, dass er nicht so viel Sauerei macht, so wie ich. So, und dann geht's los. Macht den Shaker zu. Wenn ihr meint, dass ihr genug geshakt habt, nehmt ihr euch ein Longdrinkglas, füllt das mit Eis, macht den Shaker auf. Den Shaker kriegt ihr eigentlich ganz leicht auf, manchmal zieht er so leichtes Vakuum. Ihr kriegt den Shaker aber ganz leicht auf, wenn ihr an diese Stelle hier schlagt, wo das Glas sich quasi mit dem Metallshaker verbindet. So. Und das Ganze wird jetzt in unser Longdrinkglas abgeseiht. Fachausdruck heißt übrigens Strain. So. Genau. Jetzt könnt ihr natürlich noch eine kleine Dekoration zufügen, indem ihr einfach eine Limette kurz aufschneidet. Und ein Cocktailschirmchen nehmt. Ups. So, und schon ist euer Pina Colada fertig. Den werden wir auch gleich probieren, und zwar gleich, wenn unsere Studiogäste kommen. Aber erst kommen wir zu unserem Kindergarten-Gewinnspiel. Wie jede Woche waren die Anita und die Natascha im Kindergarten. Es gibt, wie immer, Book-and-Salb-Gutscheine im Wert von 5 Euro zu gewinnen. Ihr müsst aber das richtige Wort erraten, und da wünsche ich euch viel Glück dabei. Ja, wenn ihr eben gut aufgepasst habt, dann schickt uns doch einfach bei Facebook eine E-Mail mit dem Lösungswort. Ja, der Gewinner wird dann wie immer per E-Mail benachrichtigt. Ja, und jetzt haben wir hier Ali und Jan. Ihr seid von der Hochschulgruppe. Erstmal bekommt ihr noch ihren Cocktail. Achso, ja, genau. Wer möchte dann probieren? Simon. Pina Colada, probier mal, wie der Simon das gemacht hat. Sieht zwar gut aus, aber vielleicht schmeckt er ja nicht, oder? Sehr gut, oder nicht so? Sehr gut. Nee, wirklich. Ist gut, ja. Simon, hast du gut gemacht. Ich möchte bitte auch einen haben. Jawohl, kommt sofort. Dankeschön. So, jetzt aber erst zu euch. Genau, ja. Ali und Jan, wie heißt denn eigentlich eure Hochschulgruppe? Also wir sind von der Juso-Hochschulgruppe und Unabhängige. Okay. Legen wir auch viel Wert drauf, dass wir halt, wir haben Juso-Mitglieder, wir haben auch ganz viele Unabhängige, weil wir auch denen, die einfach so sich engagieren wollen, Plattform bieten wollen.
Und haben denn eigentlich die Hochschulgruppen allgemein, haben die denn was mit den Parteien wie jetzt der SPD, den Liberalen oder der Piratenpartei Partei zu tun? Also nicht viel. Wir haben den Namen und wir können auch ein bisschen ab und zu versuchen, dann unsere Connections sozusagen spielen zu lassen, wenn es darum geht, im Landtag Druck zu machen für Unifinanzierung und sonst was. Aber ansonsten sind wir unabhängig und können hier auch machen, was wir wollen. Okay, ja. Und Ali, was sind denn eigentlich so eure Hauptpunkte in eurem Wahlprogramm? Also wir haben unterschiedliche Punkte. Es geht hauptsächlich, wir sind alle ja Studenten, wir kommen hier an die Uni zum Studieren. Das heißt zum Beispiel Studienqualität ist sehr wichtig. Mhm. Kultur ist sehr groß geschrieben bei uns. Was gibt es denn noch, Jan? Das Wichtigste im Moment ist die Unifinanzierung. Also ihr habt das wahrscheinlich schon in den Medien mitbekommen. Es soll bis zu 70 Millionen Kürzungen bis 2020 geben. Wir versuchen das natürlich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu verhindern. Und wenn es zu Kürzungen kommt, die dann so auszugestalten, dass die Lehre qualitativ erhalten bleibt. Okay, und ihr habt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass zum Beispiel Streichklausuren seit neuestem in der BWL gibt. Das heißt, die schlechtesten drei Klausuren werden gestrichen. Das unter anderem haben zum Beispiel Hochschulpolitiker geschafft. Mhm. Ab nächstes Semester gibt es auch Nachtermine und wir wollen das auch erweitern. Und unter anderem machen wir halt solche Dinge. Also alles, was irgendwie Studenten angeht. Okay, gibt es denn sonst eurer Meinung nach noch irgendetwas, das jetzt gerade an der Uni schief läuft? Also schief läuft auf jeden Fall die Wohnraumsituation. Das ist ein ganz großes Problem, insbesondere zum Wintersemester, wenn viele neue Studenten dann nochmal kommen. Ganz erstes, ja. Wir haben so oder so schon relativ wenige Wohnheimplätze an der Uni Saar und durch den Wegfall von Wohnheim D ist es noch prekärer geworden und da muss unbedingt neuer Wohnraum geschaffen werden. Okay. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Okay. Ich bin ja in der AStA, ich bin zuständig für Ausländer, für die Finanzierung der Ausländer und ihre allgemeinen Probleme. Und unter anderem ist das wirklich, das größte Problem der Studenten ist zurzeit Wohnraum, weil insbesondere im Wohnheim sehr viele ausländische Studierende waren und jetzt in irgendwelchen WGs auf dem Boden schlafen müssen, weil einfach keine Plätze da sind. Und es gibt also viel zu tun. Ja, okay. Ja, dann danke ich euch beiden und im nächsten Beitrag werdet ihr dann noch zwei andere Hochschulgruppen sehen. Das ist zum einen noch die LHG und zum anderen noch die JUSO. Ja. Wir sind heute mit OrgaTV hier auf dem Campus unterwegs und befragen heute mal ein paar Studenten. Hallo. Was macht ihr denn heute hier bei diesem super schönen Sommerwetter auf dem Campus zwischen den Pausen? Ja, wir sitzen hier, trinken was und ja, müssen jetzt mal gucken, was wir sonst über die Tage halt noch so machen. Genießen unsere Cola-Orangen-Limonade von Fritz oder Fritzel oder wie heißt das? Fritzel? Nee, Fritzel war was anderes. Geh einkaufen. Wohin? Beim Real. Wandern, was wir jetzt machen? Ja, genau. Also, ich habe eigentlich jetzt eine Übung, wo ich wieder nicht hingehe. Aha. Nee, und heute Abend gehen wir kicken. Mit dem Kameramann. So, jetzt sind wir bei unserem nächsten Tisch. Hallo? Hallo. Was macht denn ihr bei diesem Regenwetter? Naja, wir sitzen gerade momentan hier, warten auf unsere Vorlesung, essen noch was und ja. Ich sitze mich immer bei 30 Grad in meinem Whirlpool daheim mit 10.000 Liter Sonnencreme. So, wir sind jetzt hier beim Stand der Jusos und wir fragen jetzt mal jemanden, warum sie sich gerade dieses Wetter ausgesucht haben, um Werbung zu machen. Hallo. Hi. Warum macht ihr gerade bei diesem Wetter Werbung? Wir haben uns das Wetter nicht ausgesucht. Aber die Werbung läuft dann wahrscheinlich nicht so gut wie bei anderem Wetter, oder? Sieht man doch schon, die Busse sind leer. Also, ich glaube, heute machen auch besonders viele die Uni blau, aber... Das kann natürlich sein. Also hört ihr auch bald auf? Nein, wir ziehen das durch. Wenige Leute sind immerhin Leute, also... Warum nicht? Okay, danke schön. Bitte, bitte. Wir sind jetzt hier bei der LHG Saar. Und warum habt ihr euch gerade dieses Wetter ausgesucht, um Werbung zu machen? Ja, was will man machen? Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Die Woche ist ja schlechtes Wetter prognostiziert. Und da muss man jede Stunde mitnehmen, die man noch zur Verfügung hat, wo gerade nicht der Regen fällt. Wie ihr seht, kommt bei den Studenten bei diesem Wetter nicht gerade Sommerstimmung auf. Deswegen müssen sie sich einen Platz unter einem Dach suchen und sich dort das Sommerwetter herbeiwünschen. Und damit zurück ins Studio. So,
So, das ist der Immo von der Hochschulgruppe, die Hochschulgruppe. Bevor er uns ein paar Fragen beantworten wird, mixt der Simon erst den nächsten Cocktail für den Immo. So, dann zeigen wir mal den Simon. Genau, der nächste Cocktail ist der Tequila Sunrise. Den könnt ihr ganz leicht zu Hause nachmixen. Und zwar braucht ihr davon nur 4 Teile Tequila. Vorher macht ihr natürlich ein bisschen Eis ins Glas, ist klar. Und das Ganze füllt ihr dann nur mit Orangensaft auf. So. Und zum Schluss kommt dann, je nachdem wie süß ihr den Drink haben wollt, entweder 1 Barlöffel oder 2 Barlöffel Grenadinsirup. Willst du lieber süß oder lieber nicht so süß? Lieber nicht so süß. Lieber nicht so süß, okay. Lieber nicht so süß. So. Gut. So, dann fangen wir schon mal mit den Fragen an. Sind ja gleich fertig. Warum habt ihr denn überhaupt diesen Namen, die Hochschulgruppe? Ja, wir sind im Grunde hier an der Saune die Hochschulorganisation der Partei, die Partei, und die hat halt auch diesen Namen, einfach die Partei. Und bei uns, wie auch bei denen, steht das eigentlich in erster Linie für quasi unseren Alleinanspruch, quasi wir sind die Hochschulgruppe, die okay. einzige, die quasi zählt. Und unser Name ist außerdem ein Akronym für die Hochschulgruppe für organisierte christliche Hochschulpolitik im Sinne zukunftsorientierter hierarchischer Umstrukturierung, liberaler Grundsatzdynamik und realorientierter Politik für den Einzelnen. Und das sind halt jetzt sehr viele leere Worthülsen, die eigentlich, denke ich mal, für die Politik ganz gut geeignet sind. Okay. Und warum sollte man euch denn wählen? Ja, also zunächst mal sind wir eigentlich der Ansicht, dass wir die einzige wählbare Alternative sind, weil eigentlich alle anderen Hochschulgruppen ja, das ein oder andere Manko haben, warum man sie halt nicht wählen kann. Also die LHG ist halt ja, im Grunde die Hochschulgruppe der FDP, und wie wir alle wissen, ist die FDP eine Satirepartei, und deswegen denke ich nicht mal, dass man die halt für sowas Wichtiges wie eben den Stupa wählen sollte. Und ja, die Piraten sind halt alles Raubkopierer, wissen wir alle. Die Jusos sind halt ja, entweder Kommunisten oder halt SPDler, also sage ich mal Verräter der Sozialdemokraten. Also die SPD ist ja nicht wirklich sozial mehr. Und ja, dann gibt es noch das Team, was zu pragmatisch für Politik ist. Da fehlt einfach der unbedingte Wille zur Macht. Und ich glaube, das waren eigentlich alle Alternativen, und die sind halt alle nicht wählbar. Und deswegen sind wir quasi die einzige Wahl. Außerdem stehen wir halt für so populäre Themen wie zum Beispiel das Gratisschnitzel für Vegetarier und auch für Nichtwähler. Sehr gut. Und ja, deswegen sollte man uns wählen, damit es halt auch diese Dinge durchgesetzt werden können. Okay, danke schön. Probier doch mal deinen Cocktail und ja. sag uns mal, ob er dir schmeckt, ob der Simon das gut gemacht hat. Ausgezeichnet. Ist gut. Okay, dann noch eine letzte kurze Frage. Was habt ihr denn bisher so erreicht? Ja, wir haben bisher erreicht, was auch in unserem Wahlprogramm 2012 drinsteht, dass das Wohnheim D quasi als Ruine weiter genutzt wird. Und ja, dass halt die Wohnraumsituation immer schlimmer wird, damit mit der Zeit der ganze soziale Abschaum, der sich quasi keine teuren Apartments leisten kann, von der Uni verschwindet. Und mhm. dann haben wir auch keine Probleme mehr mit der Finanzierung, wenn alle hier reich sind. Okay. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du da warst. Ja, danke. Wir machen jetzt unseren nächsten Beitrag weiter. Ja, genau, den Cocktail kannst du natürlich trinken. Da waren wir im Kletterpark gewesen in Jägersburg, das ist bei Homburg. Studenten können da kostenlos hingelangen mit Zug und Bus, und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Beitrag. Wir befinden uns heute in Jägersburg im Kletterpark. Studenten aus Saarbrücken können hier ganz einfach hingelangen, und zwar mit Bus und Bahn, und das sogar kostenlos. Wir sehen uns heute ein bisschen um und zeigen euch, welche Routen es gibt und was ihr hier so erleben könnt. Thank you.
Der Fun Forest Park in Jägersburg bei Homburg wurde im Jahr 2009 eröffnet. Seither kletterten bereits mehr als 120.000 Gäste durch die 8 spektakulären Hochseilparcours. Nichtkletterer können hier einen tollen Tag erleben und müssen sich keine Sorgen um ihre Sicherheit machen, da man vor dem Klettern eine ausführliche Einweisung und ein Klettersteigset mit Gurt und Helm erhält. Auch Kinder kommen im Fun Forest auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl sorgen die ansässigen Gastronomen. Das ist die Verena. Sie arbeitet schon seit einiger Zeit hier im Kletterpark in Jägersburg und sie wird uns jetzt mal ein paar allgemeine Informationen über den Park geben. Ja, wir haben hier insgesamt 8 Parcours, in denen die Gäste klettern können. Die ersten 6 Parcours zählen zum Standardpaket. Da ist auch die Seilrutsche über den Weiher mit drin. Das ist sehr interessant. 170 Meter einmal hin und 170 Meter wieder zurück. Und im Abenteuerpaket sind noch unsere 2 schwersten Parcours mit drin. Ist auch erst ab 14 Jahren. Das Besondere am Abenteuerpaket, wir haben im Abenteuerpaket einen Themenparcours. Das ist der einzige Themenparcours, den es in den Kletterwäldern gibt. Und das ist bei uns ein Piratenparcours. Im Piratenparcours gibt es einen ganz großen Tarzan-Swing. Da landet man dann am nächsten Baum wieder mit einer Liane. Und am Ende gibt es einen Base-Jump. Da springt man einfach von oben 18 Meter runter bis auf den Boden. Okay, hört sich ja interessant an. Und was kostet der Parcours jetzt speziell? Also das Abenteuerpaket kostet für Erwachsene 22 Euro, für Schüler und Studenten sind es 20 Euro. Gut, dann danke für die Informationen und wir gehen zurück ins Studio. Jetzt haben wir hier noch den Govinda und Christian. Ihr seid von der Piratenhochschulgruppe. Aber bevor ich euch jetzt mal ein paar Fragen stelle, mixt euch der Simon jetzt erst einmal noch ein Cuba Libre. Genau. Für den Cuba Libre braucht ihr jeweils eine halbe Limette, die ihr so in 3 gleich große Teile schneidet. Schmeißt ihr einfach ins Glas rein. Dann nehmt ihr euren Stößel und drückt richtig mit Kraft auf die Limettenspalten drauf. Genau, dass sie auch wirklich so ihren Saft verlieren. So. Dann füllt ihr eure Gläser einfach mit Eis auf. Und benutzt jetzt, wie beim Pina Colada auch schon, als Basis, quasi als Basisalkohol, benutzt ihr Rum. Macht davon jeweils 4 cl in das Glas einfach rein. So, und das Ganze füllt ihr jetzt einfach nur mit ganz normaler Coke auf. Und fertig ist euer Cuba Libre. Okay, den könnt ihr jetzt dann gleich noch probieren. Jetzt erst einmal zu euch beiden. Was ist denn euer Wahlprogramm? Unser Wahlprogramm besteht im Wesentlichen aus unseren Gedanken an die Transparenz. Wir haben halt schon einiges erreicht mit Transparenz. Der Asta ist mittlerweile sehr transparent geworden. Er veröffentlicht seine Protokolle, veröffentlicht seine Sitzungen. Das Stupa hat mittlerweile sogar einen Livestream. Govinda kümmert sich darum, dass die Sitzungen jedes Mal übertragen werden ins Internet. Weiterhin kümmern wir uns derzeit um das neue Online-System, was für die Uni kommen soll. Das SIS-System soll bald abgeschafft werden, weil das Support ausläuft. Govinda kümmert sich ebenfalls darum. Ansonsten, was haben wir noch? Kartenvereinheitlichung. Wir haben derzeit viel zu viele Kartensysteme an der Uni. Dazu kommen wir doch später. Ja, dazu kommen wir später wahrscheinlich. Okay, aber jetzt erst einmal noch, Govinda, welche Probleme hat denn deiner Meinung nach die Uni? Also was sollte man denn verbessern? Vor allem das, was die Juso Hochschulgruppe eben angesprochen hat und WohnND, was natürlich die Hochschulgruppe anders sieht. Mhm. Das ist uns aber auch ein Anliegen. Also wir wollen den billigen Wohnraum. Okay. Dann soll demnächst der Haushalt gekürzt werden. Also die Landesregierung ist da ein bisschen auf Sparkurs und da kämpfen wir in der Hochschulpolitik an Seiten der Universität, um das zu verhindern. Deshalb ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung diese Woche erreichen. Da wir einfach in einer blöden Position sind, wenn wir mit dem Land verhandeln und die sagen uns, ja, wir haben nur 10% Wahlbeteiligung, wir haben irgendwie keine Relevanz, deshalb wäre es schön, wenn jeder wählen geht. Okay. Ja, Christian, du hast ja jetzt gerade eben schon was mit diesem Kartensystem angesprochen. Mhm. Was ist denn oder was hat es denn damit auf sich? Und es gibt ja auch neuerdings so eine App, glaube ich, für... Ja, also die Kartensysteme derzeit an der Uni hat man mehrere Kartensysteme parallel. Also zum Beispiel gibt es eine ganz normale US-Card, mit der man Bus fahren kann. Dann gibt es von der Informatik eine Zugangskarte für die Gebäude. Dann haben wir noch eine Karte für zu kopieren in der Informatik.
Das ist einfach übertrieben, das braucht man nicht. Und die aktuelle US-Card ist halt auch schon, wie die Uni es selber schon mal zugegeben hat, nicht mehr die sicherste. Das sollte man dringend mal überdenken, ob man die weiterhin einsetzen möchte. Also wäre dringend angeraten, was zu ändern. Okay, alles klar. Haben euch die Cocktails geschmeckt? Ja, ihr habt noch gar nicht probiert, oder? Mhm, das müssen wir jetzt mal machen. Ja. Gut? Der ist gut, ja. Gut, Simon. Der ist natürlich auch sehr piratisch. Ja. Okay. Ja, danke euch beiden. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Beitrag. Das Star Racing Team hat ein neues Auto vorgestellt und ja, seht euch das doch einfach mal an. TV-Zuschauer, ich stehe heute vor der Luminanz in Saarbrücken, wo heute das Rollout des Star Racing Teams stattfindet. Das Programm habe ich hier in der Hand, das ist schon mal sehr interessant. Jetzt schauen wir uns aber doch mal an, was da drin eigentlich abgeht. Ich sitze jetzt mit dem Steffen vom Saar Racing Team und Steffen, ich habe jetzt hier schon das Programm in der Hand von eurem Rollout. Mhm. Und jetzt erklär mir doch mal genau, was hat es mit diesem Saar Racing Team eigentlich auf sich? Also wir sind eine studentische Vereinigung, ja, von HTW und Uni und wir bauen jedes Jahr ein eigenes Rennauto. Aha. Und ja, und nehmen da an verschiedenen Wettbewerben teil gegen, aha, andere Universitäten. Und ja, sind da recht erfolgreich drin. Okay. Was ist jetzt das Besondere an eurem Auto? Also warum denkst du, dass ihr ausgerechnet mit eurem Auto gewinnt? Ich denke, das Besondere an unserem Team ist, dass wir das alles ehrenamtlich machen und, mhm, mit relativ wenig Budget. Also wir sind echt ein Low-Budget-Team. Okay. Und ja, wir bauen das alles selbst, ja, und bauen das alles selbst zusammen und bauen noch zwei Autos. Die wenigsten Teams, okay, bauen zwei Autos. Und habt ihr vorher schon irgendwie Erfahrungen im Motorsport gesammelt oder wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen? Die meisten haben noch gar keine Erfahrung gesammelt, aha, also ich selbst nicht. Ja. Habe auch relativ wenig mit dem Autobauen zu tun, bin wie ihr BWL-Student. Ach so. Und ja, wir haben auch aus verschiedenen Fachrichtungen was. Also ja. Ja, das hört sich doch schon ganz interessant an. Wer da Interesse generell an Motorsport hat, der kann sich natürlich immer bei uns melden. Ich persönlich wollte ja eigentlich auch schon immer mal in so einem Ding sitzen. Dann musst Was muss ich denn dafür tun? Dann musst du einfach vorbeikommen, ja, musst dich mal vorstellen, okay, dann bist du im Team drin. Helm muss ich selbst mitbringen? Nein, oder? nein, das bekommst du natürlich alles bestellt. Okay, aber cool, du musst natürlich, wir haben sehr starke Fahrer, ja, und wir gehen zuerst Kart fahren. Ja, und klar, man muss ja halt erstmal gucken, was die Leute so drauf haben. Ich wollte auch sehr gerne Fahrer werden, ja, aber das hat beim Kartfahren leider nicht so geklappt. Ach, aber wenn ihr talentiert seid, dann kommt vorbei. Okay, ein Versuch ist es ja mal wert. Ja, auf jeden Fall. Gut, Steffen, dann würde ich sagen, ich danke dir mal. Es war sehr interessant, hier war, und noch viel Spaß beim Feiern. Ja, kommt mit, ja, und lasst euch das Bier schmecken. Alles klar. So, jetzt sind wir auch eigentlich schon am Ende unserer Sendung. Nochmal danke an Simon, dass du uns drei leckere Cocktails gemixt hast. Ja, in unserer nächsten Sendung geht es um Sport. Da seht ihr unter anderem einen Schwimmbeitrag und den ersten von unseren individuellen Beiträgen. Jeder hat nämlich, also jeder Teilnehmer von OrgaTV, uns hat einen Beitrag bekommen. Du hattest, glaube ich, Pfarrer, aber was hast du nochmal? Ich hatte Nageldesignerin. Ah, ja, okay. Da geht es um die Generation Z. Das sind verschiedene Leute aus also unterschiedlichen Berufen, sind da zur Generation Z befragt worden. Nächste Woche seht ihr dann einen Trainer. Ja, könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.